Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. In der letzten Folge hatten wir verdammt viel Glück, wieder mal mit The Lost und ich glaube mir schon selber nicht mehr. Und ich würde schon gerne wieder Lost spielen, aber ich glaube nicht, dass wir wieder so viel Glück haben werden. Ich glaube, wir werden dann im zweiten Raum sterben oder so, heute auch wieder ohne Mütze. Das heißt, die Haare sind heute wieder ein bisschen... Ihr müsst es ja ertragen, nicht ich. So, der Ton stimmt auch diesmal. Wunderbar, wunderbar. Ich bin, glaube ich, irgendwie kleiner als sonst, aber hey... Ich mache die Augen zu, ich will gar nicht sehen, wen wir spielen. Es ist Isaac schon wieder? Oh, okay, hey. Ich meine, ich habe es verdient. Ich habe gestern einen Lost Run gemacht, geschafft und da habe ich doch verdient. Okay, das ist jetzt witzig. Warte mal. Ein Momentchen bitte, ein Momentchen. No! Ich hasse diesen Raum. Verdammt nochmal. Tut mir leid, das war jetzt gerade wütend. Wir beginnen den Raum, Run und schon haben wir direkt einen kleinen Fail hier. Da kriege ich schon ein bisschen das Kotzen schon. Ah, so einen Stein dahin platzieren. Wie hätte man das am besten machen müssen? Ich glaube, wir machen... Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie wir es jetzt immer am besten machen werden. Ich werde ihn immer außerhalb platzieren und dann hinstoßen. Jetzt auch noch dieser Raum. Bitte drop mir eine Bombe, das wäre super. Ja, ganz schön schnell gelöst. Ich dachte, wir werden hier ein bisschen länger dran sitzen. So. Weg mit dir, weg mit dir. Was schießt du hier von links, Mann? Komm schon. Kein Problem. Okay, wo ist der Boss? Ich will erstmal wissen, was der Boss uns gibt. Vielleicht gibt er uns was richtig Beschissenes, wie zum Beispiel... Ja, gute Frage. Was denn? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht die Peitsche, die macht zwar Damage ab, aber Shotspeed ab. Da gibt es bestimmt was Besseres. Dann können wir mit dem D4 erstmal rerollen und dann den D6 benutzen. Weißt du? Dann kriegen wir noch was richtig Töftiges. Okay, wir bekommen ein blaues Herz. Das ist schon mal sehr schön. Verdammt, hält er viel aus. Oh mein Gott. Na, einfach hier so stehen bleiben und ein bisschen auf ihn schießen. Okay, jetzt wollten die mich aber, ne? Ich war aber zu schlau und viel zu schnell für euch. Mann, ich freue mich schon auf die Daily Runs, weißt du, mit anderen Messen und so. Aber wie wollen die das überprüfen? Es gibt ja bestimmt irgendwelche Hacker, die sich mit der Cheat Engine irgendwelche Items geben und dann sind die mal erster Platz, ne? Das ist ja dann auch ein kleines dickes Problem. So. Ich nehme das noch... Ach, guck mal hier, was für ein beschissenes Item wir haben. Shotspeed Up, das werden wir gleich rerollen, so was richtig Gutem. Das nehme ich noch nicht mit, weil... wir könnten ja... vielleicht noch in den Zacke-Zacke-Raum kommen. Und da will ich das blaue Herz nicht verlieren. So. Okay. 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 Okay, hey, ho. So, noch diesen Raum hier checken. Und dann geht's rein da. Was ist das für eine Party? Ich will auch mithüpfen, aber ich glaube, ich entspreche nicht der Kleiderordnung, was? Kleiderordnung heute, kopflos. Kopflos und nackt. So. Ich finde die Gegner cool irgendwie. Ich mag die. Aber irgendwie finde ich, die passen nicht rein, so, weißt du? Also, die passen schon rein, aber irgendwie... habe ich das Gefühl, die selber denken so, ey. Ne? So, ey. Aber wir können es nochmal versuchen. Warte mal, ich mache jetzt mal meinen Trick hier. Na, na. Ah, guck mal hier. Bin fast tot. Oh Gott, ich hoffe, es kommt jetzt keine Superform, die mich umlegt. Warte mal. Und wir bekommen statt das, das. Wow. Nimm ein Scapula. Scapula, halbes Herzchen kriegen wir ein blaues Herzchen dazu, oder? Wie war das? Ja, kriegen ein blaues Herzchen dazu. Schön. Da bin ich jetzt nicht drauf gegangen, weil ich glaube, das sieht ein ganzes Herzchen ab und dann werden wir tot. Oh, komm schon. Ja. Unwerfend. Super. Egal, dafür haben wir jetzt ein bisschen Geld dazu gewonnen. Wir könnten jetzt sogar in den Shop reinglupschen. So viel Geld haben wir. Verdammt nochmal. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit dem Geld hier. Vielleicht kriegen wir das Trinket, aber... so viel Kackhäufchen habe ich keinen Bock. Na, 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 na. Hier ist die Bibel, hey. Oh. Mitnehmen. Und den Rest lasse ich liegen, weil ich möchte halt 5 Münzen oder mehr behalten für den besonderen Raum. Okay. Gut.
jetzt haben wir das Schweinchen. Ja, das war gut. Wir haben gut gespielt. Wir haben jetzt ein paar Sachen dazu bekommen. Und ja, let's go. Ach, schade. Ich dachte, ich kann irgendwie Schaden bekommen, den Münze aufheben und weitergehen. Weil sonst renne ich ja durch und bekomme die Münze nicht, ne? Mein, heute bin ich aber richtig experimentierfreudig, was? Heute wird rumexperimentiert. Auf Wiedersehen. Und auch du. Dankeschön. Aha. Sehr schön. Hier haben wir Test, Test, Test. Okay. Ich dachte, der regelt sich wieder von alleine, der Sound. Guck mal, ich bin der Teufel. Ah, oh, verdammt. Ich sollte nicht wegschauen. So, jetzt los, explodiert. Ah, es sind gar nicht die, die explodieren. Scheiße. Ich hab euch verwechselt. Wow. Yes. Okay. Was soll ich sagen? Hüstel, Hüstel erstmal. Ja, was soll ich dazu sagen? Nicht so prickelnd, ne? Aber ich werde erstmal meinen Reroll für den Devil Deal aufbewahren und dann im Devil Deal Reroll, falls wir blöde Items bekommen oder Krampus. Krampus Head dann. Ah, guck mal. Okay. Was haben wir hier wieder für wundervolle... Oh, das sind aber tolle Pillen hier. Was haben wir hier? Oh, Health Down. Ja, Mensch. Wird ja mal besser. Ja, ich will das hier mitnehmen. BFF für den Notfall, falls wir gleich einen Kollegen bekommen. Eine Bombe hätte ich auch gerne, aber ich würde gerne... Warte mal. Jetzt würde ich mich freuen sogar über das Ghost Baby oder so. Einfach mit dem BFF ein bisschen, ne? Damit der nicht kostenlos war. Also umsonst, meinte ich. Kostenlos war ja so oder so nicht. Verdammt nochmal. Reinste Abzocke. 15 Pennies für beste Freunde. Okay. Okay, das ist scheiße hier gerade. Okay, gut geregelt. So, was war nochmal im Itemraum? Ach ja, die Karte. Okay, warte mal. Lass mal gucken. Jetzt bloß keinen Schaden verlieren. Dingel. Der ist schon irgendwie... Dingel, finde ich, ist der schlimmste in der Basement-Ebene, den du bekommen kannst. Weil der ist auch schon echt nervig. Der hält auch verdammt viel aus. Das gefällt mir nicht. Das wird bestimmt einen Dingel-Begleiter geben, oder? In Afterbirth? Bestimmt. Bestimmt. La la la. So. Tutu. Hau ab. Ich würde jetzt schon hier gern Devil. Ich setz Devil ein, Mann. Das wird mir sonst hier ein bisschen zu bunt. Das wird mir zu bunt hier. Und lieber zu früh als zu spät einsetzen, was? Aber vielleicht durch das zu früh einsetzen ist es dann zu spät. Später. Nehme ich mit. Na, was habe ich euch gesagt? Junge, macht Steven viel Damage. Wow. Wow. Okay. Gib mir wenigstens Kohle, das wäre ganz okay. Was habe ich euch gesagt, Leute? Was habe ich euch gesagt? Ich reroll das mal. Ich hätte natürlich den Krampus-Glitch machen können und so, aber das ist billig. Dann nehme ich lieber das mit. Yeah. Männlich. War im Shop irgendwas? War im Shop eine Batterie? Dann könnte ich da noch rerollen. Wir haben jetzt genug Leben. War im Shop noch eine Batterie? Ja, das war sie. Okay. Ein bisschen Geld herholen. Schon okay. Alles gut. Ja, die Bombe hätte ich auch gerne, ehrlich gesagt. Für einen blauen Stein, weil ich habe das Gefühl, dass dort das Spiel vor uns das Damage versteckt. Na, komm her. Okay, dankeschön. Spider-Bite-Slow-Effekt ist jetzt nicht so beschissen, also kann man mitnehmen. Wir gehen jetzt natürlich... Ey, doch, wir können jetzt auf Angel Deals wieder gehen, verdammt nochmal. Stimmt, wir haben ja Krampus bekommen. Und Abaddon da, aber ich weiß nicht. Das Evil Up und so. Der Evil Up, die Evil Up. Ich weiß nicht, ob das kritisch wird. Hm, okay. Ich weiß gar nicht, ob Abaddon Evil Up macht.
Ich dachte, wir bekommen jetzt was richtig Cooles. Wie zum Beispiel eine Joker-Karte oder Cricket-Set. Hüstel, Hüstel. Ich habe das Gefühl, der Steven macht mehr Damage als ich. So. Nice. Nice. Der Vier-Effekt, ne? Den müssen wir jetzt auch fürchten. Den Vier-Effekt von Abaddon. Na, will ich nicht. Was ist das wieder für eine tolle Pille? Ach, die Bad Trip Pille. Ach. Ah, ich schon ganz vergessen. Du tolles Ding, du. So, komm. Okay, stirbst du halt zuerst? Ach. Fast. Do it. Just do it. Ja. Hey, Dime. Wir sind jetzt ein richer Mann. Okay. Ich mach das nur, um noch richer zu werden, Leute. Nur, um noch richiger zu werden. Tour Fahrt. Ihr wisst wahrscheinlich schon, auf was ich suche. Also, was ich warte. Richtig. Der Hermit oder The Fool oder der Emperor. Irgendeine Karte, mit der ich mich rausporten kann. Aus dem Fuck Rush. So, komm her. Gott, wie viele gibt's denn von euch hier? Richtig unnötig. Ich hoffe, wir bekommen direkt den Angel Deal. Das wäre mega gut. Das wäre echt abgefahren gut. Oh oh. Hier tricksen wir jetzt wieder ein bisschen. Immer schön gegen die Wand gehen, weil dann rasen die nicht wirklich auf einen. Erst wenn die ganz nah sind. Komm mal, nicht mal da. Sehr schön. Sehr schön. Ja, Roid Rage, Speed und Range Up. Sehr schön. Ach, jetzt wissen wir natürlich nicht, was es ist. The Mind. Okay, das ist aber gut, dass ich es mitgenommen habe. Hätte ich eh mitgenommen. Aber hier weiß ich ja... Ach, das ist so blöd. Voll doof, ey. Na egal, wir haben jetzt The Mind. Wir können jetzt hier voll durchrasen und wissen, was abgeht. Das ist so gut. Ja... Und dich werde ich gleich auch rerollen, mein Süßer. Den Schlüssel brauchen wir nicht. Celtic Cross, you have been blessed. Okay. Ich hoffe, wir kriegen nochmal einen Devil Deal. Wäre echt Knorke. So much money. And in the Zack-Zack Realm, I want to go too. Was ist das? Pentagramm, ja man. Wobei, scheiße. Plus 20% Deals Chance. Oh nein! Aber ich hab's ja nicht gesehen, das war nicht meine Schuld. Das Pentagramm, oh nein, wir kriegen Devil Deal. Leute, das war's wohl. Also in diesem Run bekommen wir keinen Sacred Heart oder Godhead. Tut mir leid. Aber vielleicht ja auch schon wieder, vielleicht auch nicht. Vielleicht packe ich es auf Thumbnail. Ich glaube, ich nenne die Part. Schon wieder oder so, weißt du? Was? Oh, scheiße, wir bekommen... was? Was ist los mit mir? Ich bin gerade durcheinander. Ich möchte über mehrere Themen reden und komme durcheinander. Ich werde einfach mal so, weißt du, damit ihr... Oh, 9 Volt, sehr schön. Fanny Pack filled with goodies. Okay, sehr schön. Damit ihr denkt, ich bekomme schon wieder Godhead, werde ich ihn auf den Titel packen. Aber nicht, dass er mich dann hasst. Forget me now? Na, nein. Nicht wirklich. Will ich nicht einsetzen. Weil ich will den D6 behalten, falls wir es wirklich schaffen. Einen Angel Deal zu bekommen. Perfekt. Holy Mantle, oh. Dann hätten wir jetzt bloß mit The Lost gespielt, was? Hätte ich nicht bekommen, weil wir kein D6 haben. Richtig. Okay, so. Manchmal habe ich Totalausfälle. Manchmal rede ich, aber im Kopf bin ich schon woanders und dann kombiniert sich das alles und dann... Ist einfach alles für den Arsch. So. Was gibt's hier links? Okay. Ja, schön.
Ich brauche den Holy Mantle nicht. Mr. Mega. Okay, den können wir rerollen. Und das Gute ist, wir können jetzt einfach in jeden Zacke-Zacke-Raum, Mann. Einfach so. Weil wir gesegnet wurden. Ist das das erste Gapier-Item? Wir bekommen jetzt noch mehr Kisten, okay? Ich hoffe, das bricht uns nicht das Genick. Verlockend. Nice. That's some real shit. Caves 2. Ah, der Boss Rush wird ein bisschen problematisch. Ach, guck mal. Ja, Bad Guys und... Oh, Bombsaki und... Super Paralyzed. Oh. Mensch, Pillen will ich immer wieder mitnehmen. Sehr gut. Haben Eisdielen eigentlich um diese Uhrzeit offen? Hätten wir Bock, in der Eisdiele zu gehen wieder. So. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay. Tag 5. Da sage ich nicht nein zu, Mann. Ich liebe das Ding. Junge. Ich würde mein Kind Tag 5 nennen. Ja, Mann. Hier ist noch eine Batterie drin und eine Leiter. Die Leiter brauche ich jetzt aber nicht wirklich, oder? Dann pass mal auf. Ich behalte den Reroll. Hoffentlich für einen Angel Deal. Ich bete, es wird ein Angel Deal. Sehr schön. Was ist das hier? Das Stars sogar noch besser fast. Und der Hermit, Leute. Jetzt bekomme ich alle Rausport-Items hinterhergeschmissen, also Karten. Jetzt fühle ich mich aber ein bisschen verarscht, nur so nebenbei. Sehr schön. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Booyah. Yes! Ah, das macht auch Evil ab, oder nicht? Ach. Ich nehm's trotzdem mit, Mann, weil cool ist, weil ich möchte das andere rerollen. Weil cool ist. Du, lieber Himmel, du. So. Warte mal. Hier porte ich mich jetzt raus, weil kann ich ja. Okay, folgendes. Ich reroll jetzt nochmal. Das ist falsche Seite, aber da war ein blaues Herzchen. Und jetzt haben wir die zerstörerische Fliege der Zerstörtheit, Mann. Die ist schon ziemlich crazy, Alter. Revenge Fly, die ist sowas von auf Revenge aus. Okay, ich würde da gerne auf ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Dankeschön. Let's go. Jetzt müssen wir die Karten mitnehmen, aber die sind ja direkt vor dem Bossraum. Einfach irgendeiner hier, nehmen wir die mit. The Moon. Sparen wir eine Bombe. Und jetzt heißt es schnell die Ebene clearen. Wie viel haben wir noch? Zwei. Depzigs L. Okay, Boss Rush ist sowas von drin. Und wir haben The Mind, Leute, und wir haben keinen Fluch. Ja! Also außer den XL-Fluch. Geilo! Das ist richtig geilo, Leute. Optimalistico. Auch wenn wir leider den Devil Deal bekommen werden. Hör, Bitch, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja jetzt echt nicht. Oh, Wafer. Oh, nein. Hätte ich jetzt wieder unendlich rerollt, hätte ich den Schablack, aber ich habe jetzt den 9 Volt da mitgenommen, weil ich hab's ja nicht gesehen. Das war ja auch noch Curse of the Blind, tut mir leid. Aber der zerstört jetzt, weil dann kann ich Schablack nicht benutzen, weil der muss ja leer sein, der Würfel, aber mit dieser 9 Volt bleibt immer ein Strich. Und das wäre jetzt alles andere als cool. So, dann ist man jetzt auf dem Weg zum... Lass uns mal auf den Weg zum Itemraum machen. Deutsch, Exe, funktioniert nicht mehr, nein! So, die Kiste öffnet man nicht, weil ich brauche Schlüssel. Wobei, hier können wir uns reinspringen. Aber für den Shop und den anderen Itemraum. Na schön. So schnell mal erwischt, verdammt. Ah, ich liebe Tag 5. Das ist ganz gut, um durch Wände zu schießen. Doch, gefällt mir. Doch, gefällt mir. So, Greed kann da auf jeden Fall nicht mehr drin sein.
Warte mal, BFF. Wirkt sich das auch auf meine Revenge Fly aus? Eigentlich ja, ne? Ich muss mich jetzt echt beeilen hier. Aber schnurstracks hier, schnurstracks. Leider haben wir keinen Schlüssel bekommen. So, weißt du was, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt einfach direkt zum Boss und danach erst. Weil guck mal, wie viel... Wir können da eine Abkürzung... Hier können wir gar nicht. Go, 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 go. Ja, wir können es ja eh rausporten. Na, komm runter. Oh Gott, das sind so Scheißräume. Noch beschissener. Das darf nicht geschehen. Gleich kümmern wir uns drum, gleich kümmern wir uns drum, gleich kümmern wir uns drum. Gleich kümmern wir uns drum. Um die ganzen Räume herab. So, ja, das nehme ich mit. Scheiße, jetzt müssen wir die ganzen Viecher hier nochmal besiegen. Diesmal gibt es hier aber keine Superform. Okay, nice. Mach mir echt Sorgen um Schlüssel. Ich hätte gern welche. Komm, die sind schon halt tot, alle. Sehr schön. Oh, ganz viel Money noch. Oder auch nur eine Münze. Yes, okay, für eine Tour haben wir. Oh Gott, wir müssen noch zwei Bosse besiegen. Das habe ich ganz vergessen. Zwei Bosse besiegen. Oh oh. Scheiße. Boss Rush. Du musst Schaden nehmen, dann wird er schneller sterben. Los, fetz ihn weg. Okay. Das Krönchen, lass es liegen. Komm schon, Schaden nehmen, Schaden nehmen, Schaden nehmen. Komm schon. Yes, aber Devil Deal. Oh nein. Okay, nehmen wir das mit. Und jetzt, okay, wir haben es geschafft, Mann. Wir haben unser Leben... Ich reroll einmal. Capricorn ist ganz gut, aber ich reroll einmal. Oh. Ich hab Bock auf Ludovico. Lass mal einmal rum, Ludoviken. Oh, verdammt nochmal, Leute. Ich hätte Capricorn mitnehmen sollen, ne? Aber ich dachte mir, Mann, da kann man auch etwas... Da hat man vier Items. Und jetzt habe ich das hier. Ich hoffe, das wird was Cooles. Na, komm her. Ludovico hatten wir lange nicht mehr. So einen kleinen Ludovico-Run, wieso nicht? Ich meine, wir haben auch noch den Laser, der auch schön Damage macht. Sehr schön. Schöne Würfel aufladen. Mamma mia. Jetzt kann ich mich über euch kümmern hier. Sehr schön. Tja, Kohle wäre es nicht schlecht. Ich hoffe, der Devil hier bleibt offen, Mann. Aber vielleicht kriegen wir hier noch eine Joker-Karte. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Sensor. Jetzt haben wir eine große fliegende Sense, Leute. Das ist gut. Jetzt möchte ich nur was rerollen, aber was? Okay, die fliegt zwar jetzt verdammt langsam, aber macht gut Damage. Scheiße. Komm, öffne ich. Ich brauche unbedingt Kohle. Unbedingt. Da draußen macht einer... Ich hoffe, das hört man nicht so krass. Halt die Klappe draußen. Diese Außenwelt, immer nur am Nerven. Okay, war, was war im anderen? Ja, da war das Uja-Board drin, okay. Da ist noch eine goldene Kiste. Vielleicht haben wir da Tamis Head drin, was auch sehr unterhaltsam wäre. Da kommen wir aber nicht hin. Scheiße. Hä, hatte ich ein weißes Herzchen? Achso, ich hatte ein weißes Herzchen, okay. Okay, ein bisschen Kohle. Her damit, her damit, her damit. Sehr schön. Range down, oh Gott.
I found pills. Gut. Wir hätten im Shop rerun können. Aber. Ach ja, hier haben wir noch was. Scheiße, stimmt ja, eine Plazenta. Oh. Die will ich nicht, weil die hält mich die ganze Zeit. Das ist kacke. Devil, die ist offen. Nein, wir hatten bis jetzt noch keinen Devil Deal genommen, ne? Wir hatten bis jetzt noch keinen Devil Deal genommen. Okay, vielleicht bekommen wir noch auf der nächsten Ebene einen Angel Deal. Da haben wir noch die Chance, Leute. Da haben wir noch die Chance. Okay, let's go. Oh, ich bin so glücklich, dass wir den Mind haben. So. Zack, 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 zack. Oh ja, Leute, ich werde euch sowas von trollen. Heute ist für mich der 1. April. Ich werde als Thumbnail den Angel Deal und dann ist er Fragezeichen. Und dann werde ich die Folge nennen, schon wieder. Und dann denkt ihr, ja, und dann komm, muss ja aber auch mal sein, oder? Muss ja auch mal sein, dann ist es spannender und ihr seid dann glücklicher. Und dann gibt es Leute, die vorspielen und sagen, hey, nein, er schafft's nicht. Das ist natürlich dann mega spannend. Kann mich gar nicht mehr halten vor Spannigkeit. So. Was ich auch lustig finde, ist manchmal die Theorie, die auftaucht, dass mir gesagt wird, hey, wenn du Bettler oder so springst, hast du eher die Chance auf einen Angel-Deal. Das verstehe ich nicht die ganz. Das steht doch irgendwie auf Platinum-Gott oder diese Hütchenspieler und so. Das verstehe ich nicht ganz. So. Ah, muss. Komm, Saki. Nee, danke. Wobei, könnte man nicht mitnehmen, ist glaube ich besser. Health down, wow. So. Ich mit dem Laser noch mithelfen. Leider haben wir keine Kohle bekommen. Stimmt, wir hatten ja schon Krampus. Wir hatten ja Krampus Head und so. Stimmt ja, ganz vergessen, Mann. Krampus Head gerollt zu Abaddon. Lalalalalala. Sehr schön. Ich bin so froh, dass wir etwas im Köpfchen haben, also der Mind haben. Komm schon, Tummy Set, tauch mal auf wieder, ich hätte Bock auf dich. Komm schon, Sister. Tummy Set, komm schon. Weiger dich nicht, wehr dich nicht, mach nur schlimmer. Nice, und wieder einmal durch hier. Durchmähen hier, tak, 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 tak. Passen ja die Mähgeräusche, was? Von außen, falls ihr sie hört. Sehr schön. Und Engel Schlüssel. Um Himmels Willen. Okay, nehme ich mit einfach, weil. Aus Jux und Dollerei. Wir haben ja noch Guppys Tail, stimmt ja, Mann. Oh, nicht vergessen. Au. Nicht du. Nicht du. Es hat gesessen. Ach man, ich bin immer wieder unglücklich, wenn sowas passiert. Immer wieder unglücklich, wenn sowas passiert. Komm her. Easy going. Da muss ich ja mitnehmen. Jetzt bin ich der Lost. Ich könnte das nochmal rerollen hier, ne? 1, 2, 3, 4, ja, können wir rerollen. Oh, hi. Was willst du mir jetzt geben? Gibst du mir überhaupt was? Wie wirkt sich das aus? What the fuck? Alter, wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Hab ich noch nie gesehen. Zack, 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 jetzt fliegt's hin und her. Ey, das ist doch ganz gut, jetzt kämpft es für mich, weil sonst muss ich ja mal hin und her schwingen. Oh. Wow. Ich bin doch ziemlich froh, dass wir Ludovico mitgenommen haben. Ziemlich, ziemlich, ziemlich froh. Na, bekommen wir noch was Cooles? Okay, ein blaues Herzchen, ist immer wieder cool. Los, komm schon. Bin ein bisschen schlecht dabei, das Ganze zu beobachten hier. La 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 la. Das sieht aus wie so ein Nunchaku. Jetzt bewegt er sich gar nicht mehr, hä? Was ist das denn? Jetzt dreht er wieder ab. Guck mal, eigentlich muss ich so stehen. Fuah, 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 fuah.
Einfach mittendrin stehen, passiert mir nichts. So, das könnten wir jetzt auch nochmal rerollen. Ich glaube, das würde ich eher rerollen, oder was? Reroll ich? Ich habe keine Ahnung, was ich reroll. Komm. Räum auf, guck mal, das ist. Alter, ich brauch's kaum mehr bewegen. Es regelt schon von allein. Und wir können jetzt fliegen, stimmt, ganz vergessen. So. Zack, 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 zack. Die halten noch verdammt viel aus. Das ist eine doofe Sache. Sehr schön. Sehr schön. Okay, wahrscheinlich ist das eine richtig dumme Kombo, die ich hier habe, aber ich sehe sie als super toll. Auf Wiedersehen. Ne, brauche ich nicht, kann schon fliegen. Ah, ja. You know what I'm talking about. Okay, ich glaube, jetzt können wir es nicht mehr aufladen. Ne, sind zu wenig Räume. Tut mir leid, anderen Items. Ihr werdet nicht dabei sein. Die will ich auch gar nicht haben. Ich will euch loswerden, euch rote Herzchen. Verdammt, wie kriege ich das denn jetzt hin? So, was gibt's hier? Ach, verdammt. Kann ich jetzt nicht mehr rein. Kann ich rerollen. Sehen wir es mal positiv. Vielleicht kriegen wir hier noch eine Donation Machine. Ich bewege das gar nicht. Es zerschneidet euch von selbst. Zack, 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 zack. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Schiedel ab. Okay. Dann lass mal schnurstracks zum Boss bewegen. Sehr schön. Noch mehr Kohle. Was will ich denn mit dem Zeug hier? Ah, jetzt wird's schwer zu steuern. Dankeschön, mein Freund. Dankeschön. So. Und gleich ist der Würfel aufgeladen. Aber vielleicht gucke ich erstmal, ob ich nach Ritlips auch einen Angel Deal bekomme. Und dann rerollen wir. Na, auf damit. Auf dich zu wehren, kleines Kackhäufchen. Noch einen Schlüssel nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber voll wenig goldene Kisten bekommen wir, ne? Oh, dann schwibbel, schwabbel, schwubbelt das nicht mehr so cool hinter hin und her. So. Ich glaube, ich werde Curve Town nicht mitnehmen. Ich will meinen Schwibbelschwabbel. Kein Angel Deal. Ah. Schade, ich will meinen Schwibbelschwabbel. Ja, Mann. Zack, 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 zack. Mhm. So, rerollen. Able. Ich muss Able mitnehmen, oder? Weil sonst werde ich zerstört. Das ist ja das Gesetz, oder? Abel, mitnehmen, sonst stirbst du. Verdammt nochmal. So, gut, 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 gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die nächste Ebene und werden schön in der Chest ein paar coole Items bekommen, oder? Curved Horn. Nein, ich will meinen Schwibbelschwabbel behalten. Schwipp, 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 macht es. Okay. Jetzt wissen wir auch, wo es hingeht zum Boss. Da unten ist ein Mini-Boss. Da bin ich auch immer sehr für. Au. Okay, 25 Münzen würde ich erstmal behalten zum Reroll. Stimmt, die haben ja Wafer. Ganz vergessen. Zack, 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 zack. Doch, ich habe das Gefühl, wir machen mehr Damage. Also der Ludovico-Effekt tritt. Also wir treffen öfter. Ja, ja, ja. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Auf Wiedersehen und was als ich weiß ja. Oh! Joker-Karte? Dann würde ich mich in dich verlieren. Weg damit. In die Tonne damit. Hallo ihr, kommt rein. Kommt rein ins Vergnügen. Los, jagt mich. Ja, Mann! Wir müssen noch größer sein. Also die Sense muss noch größer werden. Kann ich da drin stehen und alles, was reinkommt, wird zerhackt.
zack, 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 zack. Ich hoffe, es wird ein Samurai-Schwert-Item geben. Irgendwie so ein Samurai-Schwert, was um dich herum fliegt. Ah, dieses Item hätte ich eher gerollt. Oh, da, da. Hüpf rein hier. Haha. Sehr schön. Das wird sowas von gerollt. Fuck, wollte ich gar nicht. Optimal wäre es auch, wenn wir im Geheimraum gleich eine Batterie finden. Das wäre optimalistico. Na, sagt dann euch auch jemand immer optimalistico? Nein? Okay, schade. Ich versuche irgendwelche Wörter zu erfinden, weil das muss man ja als Let's Player, oder? Wörter, die einen identifizieren. Bei mir ist es, nehme ich auf. Nehme ich jetzt auf oder nicht? Was ziemlich traurig ist. So. Oh Mann, wenn wir gleich Proptosis finden, ich würde ausflippen. Batterie. Das ist Optimalistico. Ach ja, da drin. Nope. Nope. Nein. Wir haben coole Tränen. Und Bob. Wir brauchen Epic Feeders nicht, auch wenn es cool ist, aber... Ey, wir haben Bob und hier, ne? BFF. Leck mich im Arsch, ey. Komm her und... Fetz ihn weg. Ja, Mann. Go, 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 go. Komm schon, Abel. Wir haben BFF und so. Nice. Okay. Dann lassen wir den Boss besiegen. Na, ich würde gerne hier schon Schaden nehmen, einfach damit die Revenge vielleicht hier auch noch aufräumt. Ich meine, wir haben eh The Wafer. Wir sind sowas von safe. Ich kann machen, was ich will, man. Ah, Mist. Oh, nein, das tat weh. Komm schon. Ich würde es gerne aufladen. Bob's, irgendwie kommt mir Bob ziemlich groß vor. Viel größer als sonst. Ich würde gerne noch einmal aufladen. Einfach damit wir auf der nächsten Ebene direkt, ne, rerunnen können. Ich glaube, das wäre ganz schlau. Au. Nein, ich will auf der nächsten Ebene rerunnen. Ich will gar nicht diesen XL-Raum hier clearen. Was ist hier drin? Oh Gott. Oh. Oh Gott. Zurück, 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 zurück. Sehr schön. Flieg. Jetzt können wir weiter. Alles klar. Verlocken. Tummy Set. Oh. Egal, wir haben noch Bombsaki, also so gesehen haben wir, 11 Schlüssel, ne? 11 Schlüssel haben wir so gesehen. Let's go, alles mitgenommen, alles klar. Hi. Meine Haare. Ich find sie lustig. Junge, was für beschissene Items, alle weg! Monstrous Longe bringt mir gar nichts. Bringt mir alles nichts. Ich meine, du bist ganz cool hier im BFF, aber... Ich will was Besseres. Ich habe was Besseres verdient. Komm, du bist ja schon so gut wie tot. Ich habe was Besseres verdient. Irgendwas mit Tiersub und so, das wäre cool. Wo ist mein ganzer Schlüssel hin? Klauen die mir Schlüssel, wenn ich... Ah ne, ich hatte nur 4, ne? Noch setze ich Bombsaki nicht ein. Nice.
Nice! Oh, das wäre so crazy, wenn wir reingebottet werden. Aber auch dumm von mir, weil ich da nicht rerollen könnte. Nein, das will ich auch nicht. Nur doofe Sachen bekommen wir hier. Komm schon, Joker-Karte. Please, please. Ja, komm damit mit. Conclusive Tears macht noch ein bisschen hier Damage. Alles cool, cool, cool. Ja. Jetzt ist er Angst und wird verwirrt. Ist eigentlich fast das gleiche, oder? Naja. Was soll das Spiel? Hör auf damit. Gib mir mal gute Sachen. Und nein, das sind auch keine gute Sachen. Monstrous Lunge ohne Ludovico wäre ganz nett. Bye, bye. Ohne Ludovico wäre es ganz nett, aber so ist es echt nicht fett. Hi. Wo sind meine Sensen? Keine Ahnung wo. Egal. Keine Bomben legen. Ich brauche sie noch für Truhen, die Schlüssel. Yes. Geht's hier weiter bestimmt. Wo oder auch nicht. Gut. Dann halt unten. So. Komm schon, Fliege. Fetz ihn weg. Und jetzt ihn. Keine Kiste. Ach. Kakao. Nein, Kakao wirkt sich auch nicht aus, ne? Immerhin macht die Fliege die Sensen kaputt. Wow. So. So muss das sein. So muss das sein. Oh Gott, wie werde ich denn jetzt das Ding hier töten? Wo ist denn das? Komm, Bob. Flieh! Oh Gott. Bob. Okay. Oh, hier war ich noch gar nicht. Wo ging's denn da zum Itemraum? Also den Kisten. Verdammt nochmal. Ja, hier. Das war ja schon mein Boschwasch blöd. Da hatten wir ja schon Pech. Weg mit euch, Flamingos. Da hatten wir auch schon Pech. Voll, ich sehr traurig. Komm, Bob. Mach mal. Mach Bum Bum. Mach einmal Bum Bum. Dankeschön. Ich fass es nicht. Wir können Mega-Satan öffnen, ey. Wir können Mega-Satan einmal besiegen. Wow. Ha! Aber einmal rerollen wäre auch nicht schlecht, Mann. Vielleicht schaffen wir es noch. Wie viel fehlen mir? 3 Räume. Ist machbar. Ist machbar. Peinlich! Chest, peinlich! Nichts zu bieten hast du! Nur weil ich schon Crickets Head habe und so, heißt es nicht, dass ich nicht noch mehr will. Oh.
So. Ein bisschen Leben für Megasatan bräuchten wir vielleicht. Ein Ticken. Ein Ticken Leben. Set Bombs. Hey, das ist schon mal sehr geil. Das ist schon mal sehr, 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 sehr geil. Da bin ich auch jetzt auch froh, dass wir viele Bomben wieder haben. Das ist sehr geil. Weißt du was? Ich nehme einmal das hier mit. Damit die Sad Bombs auch schön den Gegner verfolgen und treffen. War hier Sackgasse? Sackgasse, okay. Das heißt, irgendwo links geht's zum Boss. Mein Äuglein hat gejuckt. Die Sad Bombs entfalten wir gleich beim Bossen. Beim Bossen, was? Ach ja, Bob! Bobs Brain und Sad Bombs! Stimmt, die wollte ich auch schon lange, die Combo. Stimmt ja! Wie geil, Omatico, ist das denn? Bob, komm schnell wieder. Ah, Mist. Ja, Mann. Na. Ja, toll, du hast Pillen gefunden. Stimmt ja, Bob Sprain und Z-Bombs, die Kombo wollte ich ja schon lange wieder haben. That's geil. That's very geil. That's very, very, very geil. Ja, Mann, wir schaffen sogar noch einmal zu rerollen. Das ist the shit I'm talking about. Ja, komm. Kann ich ja eh nicht mehr rerollen. Das nehme ich jetzt auch mit. Bisschen Leben. So. Ich gehe jetzt mal ganz kurz zu Blue Baby. Mach den fertig. Ja. Der ist bestimmt hier. Ja. Und auf dem Rückweg werden wir rerollen. Nice. Komm, dann bekämpfen wir ihn und dann auch noch Megasatan. Sehr schön. Let's go, zurück und Megasatan. Das muss sein. Wenn wir schon Daddy's Key bekommen, dann müssen wir ihn auch mal killen. Oh, hoch, hoch, hoch. Hier und dann hoch. Das Vögelchen nehmen wir auch mit, haben wir ja hier, ne? BFF. Ich hab keine Ahnung. Nehmen wir, machen wir so, ich nehme den mit. Okay, let's go. Lass uns den wegklatschen. Wird easy going. Guck mal, Megasatan, ich hab Pillen gefunden. Na los. Mit meinem Flexions auch noch. Oh, wie gut. Wie gut ist das? Scheiße, wo ist das Ding? Bob, du musst treffen. Da 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 da. Na los, 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 los. Wo ist meine Sense? Da. Nice. Kommt rein ins Vergnügen hier. Komm, ich mach mal hier noch meine Revanfly und den Vogel. Beide gleichzeitig. Junge, das ist ein interessantes Bild, was wir hier haben. Build. Aber ich möchte nicht über 50 Minuten hier brauchen. Würde es aber. Okay. Hallo Engelchen. Hast du schon gesagt, dass ich dich hasse? Engelchen. Komm her. Ende im Gelände. Genug gespielt. Verdammt. Und jetzt Bomben legen bis zum Geht nicht mehr und ihn wegsprengen einfach. Komm schon, 30 Sekunden noch. Let's go. Let's go. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Es war ein super Run. Tut mir leid, dass wir Gott endlich gefunden haben. Ich hab's versucht. Bis zum nächsten Mal. Euer Olli. Whee.